Im besten Fall haben wir gleich eine Scheibe eingebaut. Im schlechtesten Fall haben wir ein Sprinter Cabrio. Nein! Doch! Dann ist ein Tupfer da. Alter! Ich will daran jetzt schon ab. Das Ding sitzt gerade. Richtig, richtig geil. Leute, willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Ihr hattet abgestimmt, ihr wolltet mal wieder was über den Adventure-Bus 2.0 sehen. Mein SEK-Spezialfahrzeug, wo ich schon total lange dran rumbastel, aber die fertig werde. Heute, ihr seht es ja gerade auch im Titel hier unten, es geht um eine Nachrüstungsseitenscheibe. Und was das gibt, seht ihr wie immer jetzt. Also, genau, das ist der wundervolle Adventure-Bus 2.0, würde ich fast sagen. Ich habe den jetzt so ein bisschen optisch getrimmt auf Design SEK. In NRW bzw. auch in einigen anderen Bundesländern fahren die so ein Fahrzeug als SEK-Fahrzeug, dann ist es natürlich wesentlich höher gelegt. Hier sind einfach größere Reifen drauf mit einer Radhausverkleidung und ja, Xenon drin, allen Schnick und Schnack. Kennleuchten sind sogar umschaltbar, theoretisch funktioniert aber noch nicht so ganz. Weiß ich noch nicht, wie ich das Ding zum Laufen kriege, weil es halt einfach irgendwie so ein Projekt ist, wo ich einfach nie mit fertig werde. Wer genau im Detail sehen möchte, wie das Ding vorher aussah und was alles verändert wurde, der müsste mir auf Instagram folgen. Hier steht es gerade und dann seht ihr oben als kleines Highlight so ein Video, wie ich das Ding gekauft habe, was ich verändert habe und was das alles gekostet hat. Genau. Schneeweißer Organhandeltransporter, würde ich schon fast sagen. Umpoliert in Grau. Es ist relativ gut geworden auch. Die Leisten bzw. die Gummis hier sind neu gezogen worden, weil es irgendwie sonst nicht funktioniert hätte. Lightbars haben wir angebracht. Super geile Lightbars. Keine Linglong Lightbars, sondern so Dinger von Dutch Electro. Und im Heckbereich haben wir Sortimo und ja, schon ein bisschen Ölverlust durch die Superkettensäge, die hier liegt. Also Heckbereich ist eigentlich schon mal soweit fertig, da kommt noch eine Himmelverkleidung rein, das sind so Verkleidungsteile auch von Sortimo. Ja, sind ein bisschen günstiger als die, die ihr so im Online-Shop kaufen könnt. Und im vorderen Bereich war so die Idee von mir, dass man vielleicht einen Mixtur macht. Ihr seht, auf der Seite haben wir eine Seitenscheibe, wir haben aber nur einen Zweisitzer. Und genau das ist auch das Problem. Ich würde hier gerne eine Sitzbank noch einbauen. Da wollt ihr auch ein Video zu sehen. Das werde ich auch definitiv machen. Ich habe hier schon so ein paar Punkte angezeichnet, wo die Sitzbankaufnahmen letztendlich sind. Das wird aber in Zukunft kommen. Also wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr ein Like da lassen. Weil ich kann das nie einschätzen, ob ihr da jetzt Bock drauf habt oder nicht. Aber ich denke mal schon, weil einige Leute auch gefragt haben, wie das funktioniert, ob das funktioniert, wie das geht und so weiter. Genau. Und auf der anderen Seite seht ihr, da ist noch so die klassische Holzverkleidung, die ja damals auch so ausgeliefert wurde. Das Ding werden wir jetzt ausbauen und eine Seitenscheibe installieren. Ich habe das echt noch nie gemacht. Es ist eine Premiere für mich, aber habe ich Bock drauf. Wird es jetzt schon mit draufkleben, oder? Ja, darfst du dich einfach so. Das ist das Ding? Das ist das Ding. Vielleicht sollten wir vorher erstmal die Scheibe einmal anhalten, bevor wir jetzt anfangen, hier großartig ein Loch da reinzuschauen. Konkret werden. Achso, super. Das können wir so lassen. Also Platz ist, ja, das ist genau die Scheibe, die da rein muss. Also lassen wir so, ne? Scheiße, ich habe Angst, ey. Ja, wird schon schief gehen. Ja, wird schon schief gehen, genau. Hast du einen also, schmeiß mal zu. Genau, im besten Fall haben wir gleich eine Scheibe eingebaut. Im schlechtesten Fall haben wir ein Sprinter Cabrio. Wir schauen uns einfach, was das gibt. Ich würde sagen, es geht los. Die Scheibe kommt übrigens von Dein Van, ist ein megamäßig großer Shop, beziehungsweise auch ein Ebay-Shop, wo ihr die Scheiben beziehen könnt. Da gibt es ja diverse Scheiben. Ihr habt jetzt für einen Sprinter beispielsweise jetzt hier die 906 Seitenscheibe. Ihr könnt das Ding komplett verglasen. Ihr könnt auch für diverse andere Modelle da Scheiben auswählen. Und ja, relativ günstig, würde ich sagen, für so eine Seitenscheibe, wenn ihr die original bei Mercedes bestellen würdet, das sind jetzt Zubehörscheiben, seid ihr natürlich wesentlich weiter oben im Preissegment. Und wir gucken jetzt einfach mal, dass wir das Ding hier, diese günstige Scheibe in diesem wundervoll günstigen Sprinter verbauen können. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut unten in die Videobeschreibung, da steht alles soweit verlinkt, was die noch so anbieten. Die haben zum Beispiel auch Aufstellfenster, die haben Dachluken und so weiter, gerade für den Van-Segment-Bereich. Leute, ganz wichtig bei solchen Superprojekten, immer Schutzbrille. Ich hatte schon mal so einen Metallspan im Auge und das ist überhaupt nicht fördernd. Ja, wie war das jetzt? Also einfach... Jetzt geht sowieso kein Weg mehr zurück. Folie regelt. Folie regelt. Ich hab Angst, aber ich habe es jetzt extra gemacht, damit ich auf jeden Fall nicht jetzt sagen kann, Leute, danke fürs Zuschauen, sondern wir ziehen das eiskalt durch jetzt. Jo, Leute, das ist das Spiel. Wir haben jetzt hier quasi die Standardverkleidung noch drin, die damals mit dem Sprinter ausgeliefert wurde. Ihr kriegt das Ding auch in der Pkw-Ausstattung. Ich suche zum Beispiel hierfür noch einen Mixto-Himmel. Flachdach und Langversion ultra scheiße zu bekommen. Super schwierig, deswegen werde ich da irgendwie was rumtüfteln. Aber ja, ihr seht, das Projekt ist irgendwie super lange liegen geblieben, weil immer was anderes dazwischen kommt. So, wir müssen jetzt also diese Platte hier entfernen, die obere Platte. Dann hoffe ich, dass da drunter sich direkt ein Ausschnitt befindet und ein kleiner Schnitt drin ist von dem, was wir gerade fabriziert haben. Genau, Nieten aufbauen.
Also ich glaube, ganz ehrlich, das Aufwendigste wird sein, irgendwie dieses Loch da. Eieiei, ey. Gibt es da Tricks für so mit dem? Ich weiß ich nicht. Die. Da ist er. Ah, da ist der Schnitt. Da ist doch schon die Schale. Riecht auch schon schön vermufft. Ja, ja, weil ich jetzt euch schon gut reingeschnitten habe. Tatsächlich. Also Sprinter grundsätzlich haben immer die gleiche Baugruppe. Wir haben jetzt hier so quasi die Vorstanzung, da wo letztendlich die Scheibe sitzen muss. Auf der anderen Seite kann man schon sehen, wenn wir die jetzt mal so ein Stück ziehen. Ja, gut, das ist jetzt der Schutz vor. Aber wenn wir den Schutz anheben würden, geht natürlich jetzt nicht, weil die richtig fest bombastisch sitzt hier. Kann man das schon erahnen, wo die Scheibe letztendlich landen muss? Also ist jetzt, glaube ich, kein Hexenwerk. Schwierig wird es sein, wie gesagt, also die Dein Van-Leute machen das mit so einem Blechknabberer. Dann würdet ihr exakt die Linien treffen. Hier würden wir es jetzt mit einer Stichsäge machen. Ist nicht die professionellste Lösung. Aber meine Videos leben ja auch davon, dass ihr quasi zu Hause das Ding nachmachen könnt. Und deswegen nehmen wir jetzt nicht den super teuren Blechknabberer, kein Spezialwerkzeug, sondern wir nehmen jetzt einfach die Stichsäge. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir irgendwie die Breite hier erreichen, um das einfach rauszuschneiden. Du, ich schneide das raus. So, großer Bohrer, damit wir auf jeden Fall letztendlich mit dem Ding da durchkommen. Angelegt. Die kannst du theoretisch gesehen wegflexen, oder nicht? Ja, theoretisch ja. Ist aber der richtige Rahmen, den wir jetzt hier wegnehmen, ne? Oder? Nicht, dass ich jetzt hier einen Scheiß erzähle und gleich haben wir ein Cabrio. Nee, nee. So, jetzt ungefähr hier die Höhe an. Ey, das ist ein 1 mm Blech, ne? Wie geht das denn jetzt, dass das so starr ist? Aha, fertig. Dann machst du das Loch irgendwie größer. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könntet jetzt theoretisch kleine Löcher vorbohren, euch von außen durch Abtapen und durch eine Linie genau anzeigen lassen, wo ihr schneiden müsst, dass ihr von außen mehr Fleisch habt. Oder ihr versucht das jetzt einfach von innen. Wir versuchen das jetzt von innen, weil ich einfach finde, dass das hinhauen könnte. Ich hole mir eben die Stichsäge. Und das funktioniert nicht. Können wir eben gucken. Boah. Enge Kiste. Richtig enge Kiste hier. Also ganz enge Kiste. Das Problem ist, dass dieser Schlitten hier natürlich breit ist. Wenn dieser Schlitten nicht da wäre, so wie bei so einem richtigen Blechknabberer, dann könnt ihr natürlich schön filigran arbeiten. So machen wir das aber für jedermann. Fügen das Ding da ein und hoffen jetzt, dass wir irgendwie gerade an dieser Linie langkommen. Wir nehmen als Referenz einfach die obere, die kratzen wir nicht an. Wir kratzen nur die untere an, die dahinter sitzt, ne? Ja, genau die. Nee, das wird gehen. Es wird tricky, aber es geht. Ich brauche eine Brille, sonst habe ich gleich hier die Späne in den Augen drin. Es ist gruselig. Safety first. Und es tut mir auch in der Seele weh, dass ich meinen Sprinter jetzt gerade zersäge. Aber... Tja, wer eine Scheibe haben will, muss leiden. Ja. Sehr gut, das sieht sehr gerade aus. Das ist echt, Leute, ohne Scheiß habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das doch so gut funktioniert, hier die Geschichte. Die Rundungen werden echt fies. Aber die kriegen wir auch hin. Die kriegen wir auch hin. Problem ist natürlich, das ist so eine Verstärkung letztendlich, die die ganze Sache hier verstärkt. Und wir müssen jetzt natürlich, entweder wir schneiden das Ganze mit der Stichsäge, ist aber eine super Beanspruchung, um das auch gerade hinzukriegen, weil die verrutscht eher durch diese zwei Lamellen, die da drin sitzen. Deswegen versuchen wir die erste einmal rauszunehmen und wenn die raus ist, können wir mit dem Schnitt einfach fortfahren. Das klappt wirklich. Ich werde bescheuert. Gibt's ja gar nicht. Verlockt. So, aufpassen, dass das hier nicht gleich in Flammen aufgeht. Dann auch. Nein! Doch! Es ist drin! Okay. Leute, es hat funktioniert tatsächlich. Und es sieht gar nicht so scheiße aus, wie ich gedacht habe. Jetzt brauchen wir nur noch mal mit der Schrubbscheibe oder mit der Fächerscheibe hier einmal alles so ein bisschen. Ha? Ja, wenn ich mich jetzt draußen hinstelle, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, wo ich Angst hatte, dass das nicht geht. Das sieht gut aus. Das ist natürlich minimal schief, aber es sind keine Profis. Das Ding ist natürlich jetzt, wir müssen die Kanten noch irgendwie so ein bisschen fair.
stumpf machen. Stumpf machen. Hier könnt ihr das schön sehen, dass hier noch natürlich irgendwie durch die Flex eine entsprechende Hitze entstanden ist und auch sich der Lack bzw. auch die Folie so nach vorne biegt. Hier haben wir so Lacksplitter. Die müssen natürlich alle weg. Auf der Seite sieht das schon relativ gerade aus. Jetzt versuchen wir einfach mal unser Glück, wenn wir die Flex hier ansetzen, ob der mit der Fächerscheibe das Ding auch gerade zieht. Fällt denn da irgendeine Kante auf, die scheiße aussieht? Nee. Die sieht ein bisschen komisch aus. Perfekt. Okay, Leute. Wir haben jetzt hier genau die ganze Geschichte einmal abgekantet, dass wir keine spitzen Kanten mehr haben. Und jetzt brauchen wir, ja, jetzt haben wir mehrere Sets quasi dabei. Wir haben einmal den Primer, damit müssen wir jetzt die ganzen Kanten, beziehungsweise ihr habt ja auch gesehen, dass ich außen so ein bisschen weit rechts gekommen bin mit der Schrubbscheibe, mit der Fächerscheibe. Und jetzt müssen wir da natürlich alles so ein bisschen abprimern, damit es nicht blüht wie im Frühling. Genau, das machen wir jetzt einmal. Wenn ihr jetzt einen weißen Transporter hättet, ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe mich da oben zum Beispiel auch verkantet, müsst ihr hier quasi die ganze Geschichte abtapen, damit ihr den Lack nicht beschädigt. In dem Fall ist da sowieso Folie drauf, die schneide ich jetzt einfach mal straight gerade runter, weil wir brauchen ja auch eine Klebefläche. Jetzt nur die Frage, bis wo ungefähr? Ich würde sagen, bis hier. Hier wird ein bisschen knapper. Komm. Ja. Perfekt. Also das wäre jetzt quasi unser Masking Tape. Check. Ist das jetzt der Primer? Das ist doch nur Wasser, oder? Das reicht nicht, wir brauchen mehr von dem Zeug. Ja doch, aber guck, die Farbe verändert sich langsam. Ja, jetzt guck mal. Ah, schön, ja, guck mal, geil. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt sehen kann, aber man verödet jetzt quasi kompletten Schnittkanten. Man sieht es richtig, dass der Lack auch wirklich nur auf diesen Stellen liegen bleibt, wo es jetzt offen war. Jetzt warten wir. 10 Minuten, ganze. Würde ich sagen, oder? Was sagst du? 10 Minuten zum Anziehen, dann können wir die Schiene da schon drüber setzen. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus hier, die Scheiße. Da habe ich mich ein bisschen versammelt hier mit der Dingenscheibe. 10 Minuten 1, nein, 15 Minuten, wir haben jetzt ein bisschen länger Zeit gehabt. Jetzt habe ich die Dichtung in der Hand und jetzt kommt die Dichtung da rein. Wir haben ja gerade mit diesem Primer alles versiegelt. Diese offenen Flächen haben wir schön dicht gemacht, dass da jetzt auch nichts anfangen kann zu blühen. Außer wir haben Frühling, ihr wisst Bescheid. Jetzt müssen wir diese Dichtung da einsetzen. Es steht auch schon was Schönes hier drauf, Gummidichtung für die Seitenscheibe. Ist das auch so ein China-Keks, der Zettel? Bisschen groß für einen China-Keks. Eine Gummidichtung für die Seitenscheibe. Lange Kante ist Innenseite. Und wie ich schon gerade gesagt habe, können wir jetzt dadurch natürlich auch so ein bisschen die Stellen des Schiefschneidens kaschieren, weil wir haben ja ein bisschen Spiel auch in der Gummidichtung. Wir müssen natürlich gucken, dass die schon fast plan aufliegt, die Dichtung. Aber ja, guck mal. Also hier die Stellen, hier war das ja gerade ein bisschen wabbelig. Das ist schon super. Das ist exakt gerade. Dann machen wir drauf, das Ding. Ey, perfekt. Ich glaube, die reicht genau die. Die Dichtung? Nee, die ist da, ist was drüber. Mhm. Ja. Super geil. Richtig gut, oder? Mhm. Okay, wir haben dabei Ultimate Scheibenkleber. Leitner Scheiben aus Bode, was mit einer Stunde Wegfahrzeit. Fährt der weg, der Kleber dann? Mhm. In einer Stunde. So. Der bleibt nur eine Stunde da. Der bleibt eine Stunde hier und wenn ich das jetzt nicht schaffe, das einzukleben, ist vorbei, dann fährt er weg. Und wir haben Arbeitsanleitung 1K Scheibenkleber. Gut, wir haben das jetzt in dem Fall für eine Windschutzscheibe vorne, aber ich sag mal, die Arbeitsschritte sind grundsätzlich selbsterklärend. Das heißt, ich gehe davon aus, ich muss mir das mal angucken, was das Zeug hier kann. Dann gehst du in den Tupfer da rein. Alter! Also Primer drauf und dann Kleber auf eine Seite und dann drauf. Okay, das heißt, die gesamte Fläche, die ihr hinterkleben wollt, muss einmal bereinigt werden. Siehst du das? Der hat nämlich noch diesen Tupfstift dabei. So mittig, das hier machst du hier unten auch noch mal ein bisschen hin von dem Primer. Ist ja scheißegal, immer genug von dem Zeug, ne? Also mal hier so. Nur nicht zu weit hoch mit der Kugel, sonst bist du raus aus dem Programm. Sieht das jetzt gut aus oder ist das schlecht oder ist das super oder? Das sieht komisch aus, Leute, ich muss es ganz ehrlich zugeben. Aber es scheint wirklich das zu sein, was man hier haben möchte. Vielleicht mal einmal sauber machen. Bis hier. Ungefähr. Hm? Marvin, der Kangas, Mensch. Ich hab doch alles falsch gemacht. Jetzt hätte das Zeug hätte direkt mit dem Kleber verbunden werden müssen. Wir lassen das jetzt hier durchtrocknen, fällt die Scheibe ab. Eine Kurve. Wir lassen das nochmal 5 Minuten ziehen, also 10 Minuten sollen wir irgendwie antrocknen lassen, laut diesem Plan. Und dann kommt der Kleber drauf und dann kommt die Scheibe dran. Ich bin gespannt. Ja, Leute, jetzt wird es tatsächlich ernst. Also der Kleber, dieser Primer ist ausgehärtet und jetzt kommt dieser Kleber drauf. Wir haben für diesen Kleber eine wundervoll Spitze für die Kartusche. Ihr seht, die ist wahrscheinlich, ich stelle die Kamera gerade nicht scharf, aber
Das Ding ist bereits ausgekantet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gleich den Kleber ansetze, ihr seht, diese Spitze geht weit über dieses Gummiprofil hinaus und dadurch wird die Verbindung hergestellt. Ne? Das heißt, wir ziehen das Ding gleich eiskalt über diesen Primer hier lang. Und dadurch, dass wir dann diese Spitze haben, so einen Spitzkegel, und die Scheibe anpressen, wird er automatisch dicht. Dann dürfen wir auf jeden Fall nicht die Geschichte versauen, dass wir nur einen minimalen Punkt machen, weil wenn wir Pech haben, läuft das Spiel nicht mehr und da läuft das Wasser rein, weil die Dichtigkeit nicht gegeben ist. Das heißt, diese Aussparung hier ist erforderlich, um eine Pyramide an Dichtmasse da aufzubringen. Ich hab Schiss, ne, so ein bisschen, ne? Ich hab wirklich Schiss, weil das ist jetzt hier so das Ding. Wenn wir das jetzt versauen, im schlimmsten Fall bauen wir die Scheibe einfach wieder ab. Die kann man einfach mit dem Cuttermesser diese Dichtung wegschneiden und nochmal neu einkleben. Aber wir wollen es ja schon ordentlich machen. Ich hoffe, dass ich sowieso jetzt alles bisher richtig gemacht habe. Man weiß es ja nicht. Also, Standard-Kartuschenpresse wird jetzt echt eine fiese Nummer werden, weil, wenn du eine elektrische Presse hast, läuft das alles wesentlich einfacher und fällt euch nicht der Arm nach einer Zeit ab. Aber wir haben jetzt glücklicherweise hier keine Meter, die wir machen müssen, sondern nur einmal... Ja, so ein bisschen was, ne? Heißt, wir setzen das Ding jetzt hier eiskalt drauf und pressen und pressen und pressen und pressen und pressen. Und ihr seht, dass wir hier gerade die Line auch ziehen. Und die brauchen wir auch. Die dürfen wir auf jeden Fall nicht unterbrechen. Boah, wie viel daran wird schon ab? Boah, das ist auch echt ein Sauzeug, das Zeug. Also macht das wirklich mit einer Elektropresse. Ihr macht euch kein Bild, Leute. Das ist so heftig schwer, das zu pressen, dieses Ding. Das ist hier nicht vergleichbar mit einer Silikonkartusche. Das ist so fest. Nahtlos ineinander übergehen lassen. Ansonsten, da sieht das gut aus, da sieht das gut aus, da sieht das gut aus, da sieht das, hier ist das ein bisschen mager. Da ist das ein bisschen mager hier, ne? Da. Ja. Ja, hier oben können wir nochmal nachziehen. Wir machen die Kartusche ja sowieso da. Ich habe echt das Gefühl, dass das super wenig Scheibenkleber ist. Da meinst du, das reicht aus? Nee. Für eine Windschutzscheibe nimmst du auch nur eine Kartusche. Echt, das reicht, meinst du? Jetzt sieht mager aus, aber wir gucken mal. Marvin repariert, Marvin tauscht aus. Also so wie die jetzt sitzt, wäre die super. Ein bisschen nach oben. Nö, ich würde sagen, so ist gut. Wir haben hier das Maß, müssen wir einhalten. Das passt, ne? Das Ding sitzt gerade. Drauf tapen. So, Zeichen dafür, dass das passt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die auch wirklich überall dicht ist, die Scheibe, ne? Das weiß man nämlich jetzt nicht. Richtig, richtig geil. Hier ist auch Scheibenkleber. Nee, von außen, aber hier an der Scheibe. Ich würde sagen, ganz ehrlich, ohne Scheiß, zu empfehlen. Zieht das Ding durch. Komm, ich übernehme die Kamera. Du bist, ist Hände frei. Ja, so ein kleines zusammenfassendes Resümee von dein Van. Dein Van steht auch sogar nochmal drauf, ne? Deinvan.de. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da steht so ganz leicht drauf. Super geiler Shit. Könnt ihr, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung gucken und traut euch einfach mal ran. Also ich selber hatte jetzt natürlich tatsächlich mein erstes Mal heute mit dir zusammen. Ich hatte mein erstes Mal mit dir zusammen heute. Krass, ey. Aber was sagst du? Ist gut geworden. Kann man empfehlen, oder? Ja. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh scheiße, da habe ich jetzt ultra krass Angst vor. Wie gesagt, wenn das Ding jetzt als undicht sein sollte. Ja. Ehrlich, also als ich das Ding angesetzt habe oder die Flex angesetzt habe, da wusste ich schon, jetzt geht das Spiel los und wir beginnen damit jetzt. Aber es ist super, 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 super geil geworden. Wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung. Die haben auch natürlich für diesen Bereich hier eine Scheibe. Wobei ich ja tatsächlich schon überlege, soll man den nicht komplett verglasen? Aber ich lasse es jetzt einfach. Hier haben wir hinten zum Glück Scheiben drauf und auf der anderen Seite dann genau die Schiebetür. Machen wir die zu. Es ist sehr dunkel und es ist sehr, 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 sehr geil geworden. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wobei, ich habe noch was. Ich habe noch was hier liegen. Darf ich dir nochmal eben die Kamera in die Hand drücken? Der Stoff von Spinnenweben dran an diesem Ding. Es ist der Stoff von Bus for Fun. Dieser Stoff ist ziemlich, ziemlich geil. Müsst ihr auch in die Videobeschreibung gucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Gerade auch für den Ausbau im Van-Bereich. Also Freundship benutzt das. Mattis hat es teilweise auch benutzt in seinen Umbauten. Und es ist halt so ein Stoff für... Ich glaube, ich muss es zeigen. Komm mit, ich zeig's nochmal. Do-it-yourself-Camper ist immer ganz klar hier alles irgendwie noch in weiß. Und mit diesem Stoff könnt ihr halt das ganze Auto einmal mit Stoff beziehen. Ich habe da drüben hier oben zum Beispiel auch den Himmel bezogen. Auch sehr, 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 sehr geil geworden. Und dieser Stoff lässt sich halt bombastisch
nicht, wenn ich nicht lügen würde, würde ich sogar sagen, perfekt Form. Das heißt, ihr packt dann Sprühkleber drauf, im besten Fall Kraftsprühkleber von Würth, definitiv zu empfehlen, das Zeug. Den einmal besprühen, die Fläche einmal besprühen und dann das Ding quasi nur noch dran drücken. Das Teil passt sich 3D dem Fahrzeug an. Das heißt, all das, was jetzt zum Beispiel weiß ist in diesem Auto und auch diese graue Fläche hier, werde ich noch mit diesem wundervollen Stoff hier beziehen. Und dann wird das Löschfahrzeug von innen auch mit diesem Stoff gemacht. Aber damit wir jetzt nicht immer die doppelten Videos haben, würde ich sagen, hier mache ich kein Video zu, wie ich das mit Stoff beziehe. Das mache ich einfach so, wenn die Kamera aus ist. Und beim Löschfahrzeug, den ganzen Innenraum, da gibt es dann wieder ein Video zu. Wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung. Bus for Fun, die bieten den Carpet Filz an für Fahrzeugausbauten. Sehr, sehr, sehr geil. Genau, nächstes Video wird sein Sitzbank nachrüsten, wenn ihr Bock drauf habt. Also lasst ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare und schreibt rein, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen, wenn ihr auch einen Sprinter habt oder ein anderes Fahrzeug, Ducato oder was auch immer, schaut bei Dein Van vorbei und dann organisiert ihr auch so eine Scheibe. Ich kriege jetzt dafür kein Geld, dass ich das sage. Ihr wisst ja, ich baue es immer erst lieber ein und wenn es gut funktioniert, gebe ich euch den Tipp. Wenn es scheiße funktioniert hätte, hätte ich gesagt, kauft die Scheibe nicht. Aber ihr könnt da ruhig zuschlagen. Also bis später.